So, und damit herzlich willkommen hier wieder zurück bei Let's Play der Gleisbau Simulator 2014 mit mir und Sachsen Let's Player. Ich habe jetzt gerade die Dinger bloß nochmal hier ein Stückchen rückwärts genommen, nur so zur Sicherheit, dass es dann nicht im Endeffekt ist, beziehungsweise dass das Spiel dann nicht erkennt, ey, die sind hier schon ab oder die sind nicht ab. Das war so meine Befürchtung. So, sehr schön. Dann können wir jetzt hier schon mal die nächste Gleise im Endeffekt besiegeln. In der Theorie dürfte da jetzt ja eine verschwinden. Obwohl, man merkt halt auch bloß in der Theorie. Aber gut, wir können die eine hier hinten hinschmeißen. Ist mir sehr relativ egal. Funktionieren tut so oder so. Jetzt ist aber immer bloß die Frage, toll, wo schmeißt man jetzt hier die Dinger hin und hoffentlich verschwinden diese dann auch bald. Ach nee, oder? Montieren Sie die Gleise und demontieren Sie was an Gleise demontieren und auf KWA-Ladefläche laden. Ist dann ja euer Ernst, oder? Aber nur die Gleisen oder was? Also ich guck's mir gerade mal an. Das war mir ja eigentlich schon fast klar irgendwie, weil das gerade, weil die eigentlich ja verschwinden sollten. Vier Schienen übrig. Drei Schienen. Ahaha, tatsächlich. Scheiße. Ah, kommen wir jetzt noch an die Dinger da hinten ran? Ich zweifle dran, aber wir können es versuchen. Nee, weiter kommen wir schon gar nicht mehr dran. Verflucht nochmal. Toll, damit ist die Mission ja jetzt schon im Arsch. Ach, das kann nie wahr sein, ganz ehrlich. Haben wir uns das für Level 9 mal ein bisschen rüder gemacht? Haben wir da mal gedacht, da müssen wir mal, oder was, mal Stings hier oder was sehen? Ein bisschen weg. Mir verraten tut, wie ich da hier hinten rankomme. Also wie gesagt, die Gleise ist nicht das Problem. Das Problem ist hinten der Pfahl. Den werde ich definitiv nicht mehr rankommen. Obwohl, warte mal, wir können ja hier... Hoho, weißt du, was das für ein Aufwand gerade mal ist? Wir müssen jetzt... ohne Scheiß... Mal gucken hier. Dann wollen wir irgendwie versuchen im selben Abstand oder was? Das kann er doch vergessen, ey. Zudem komme ich hier hinten noch dran. Ich soll 10, noch 9 Schwellen verladen. So, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Schwellen sind das hier. Wartet mal kurz, ich muss mal kurz aussteigen.
Die kann ich jetzt noch 1, 2, 3, 4. Ist er noch irgendwo abgeschnitten hier? Eher weniger, oder? Nee. Nee, es ist ja gar nicht mehr abgeschnitten hier, davon mal abgesehen. Aber 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fehlt ja trotzdem nur 1. Ach, Alter, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Wir müssen die Mission neu starten. Ja, tut mir leid, schreibt hin, wie doof ich bin. Bla, 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 bla. Ich hab's nicht gelesen. Gebe ich ja ehrlich zu, darauf esse ich jetzt diese Milchschnitte. Die ja schon lieber seit 2 Stunden rumliegt, gell? Ja, die ist ein bisschen weh aus, sonst geht's ja noch hier. Mann! Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich natürlich vorher draufgeschmissen, wie gesagt, sorry. Aber Failing gehört mit dazu. Sag ich da mal. Jetzt haben wir schon wieder Ladebildschirm hier von 97-98%. Hier hätten Checkpoints gefehlt. Na, vorwärts. Wir können eigentlich schon mal so. So. Na so, jetzt geht's wohl nicht, oder was? Ich sage, der Christen-Harry. Teilweise kriegst du einen Harry. War gerade angeheuert und nur teilweise, so. Und weg mit dir. So, machen wir das gerade, wie gesagt, ja nochmal hier im Schnelldurchgang. Wenn man das Schnelldurchgang nennen darf. Na, jetzt halt doch mal an hier. Letzte Sonne hier raus. Sehr schön, aufs Neue. So, aufs Neue, aufs Neue, aufs Neue. Also zersägen, abschrauben. Sorry. Wie gesagt, ganz große Sorry. Ich hätte halt wirklich vorher. Aber es war ja in der letzten Mission leider nicht so, deswegen hatte mich das leider nicht so gewundert. Deswegen schneiden wir es halt nur nochmal von mir aus.
Trotz all dem möchte ich an die Zuschauer bitten, die da so einen leichten Drang danach haben, beziehungsweise so eine leichte psychische Störung, irgendwas hinten drunter zu schreiben, wie zum Beispiel, wow, 25 von 25 Team zersägt, mein Gott, geiles Achievement, dankeschön, hänge ich mir an der Wand. Die da so eine leichte psychische Störung haben und die denken wieder, ey, ein Vollidiot, Alter, ey, ich bring dich um, Alter. Ja, zu unterlassen. Und falls doch, Block, fertig aus. Wir sind ja nicht auf dem Kindergeburtstag, mein lieber Mann. So, noch 10 Schienen uns, 10 Schwellen zu versetzen, alles löschen. Ja, zur nächsten, ne, das war es ja eigentlich schon wieder, fallen lassen. Hab schon noch weiter hinten geparkt als sonst, das ist ja normal. So. Dann nehmen wir jetzt hier einmal Maschine. Quatsch. Ganz großer Quatsch. Was mache ich denn? Ich muss doch hier. Ach, ich bin schon dittal durch den Wind teilweise. Aber hey, von mir aus. So, hoch mit dir. Abladen, weiter geht's. Hoch mit dir. Oh, jawohl, jawohl. Jawohl, noch eine Uhr machen hier. Zack, weiter geht's. So, und dann hauen wir jetzt halt die Stelzen auch noch hier mit rein. Weil wir es halt können. Halt. Ah ja, geht eh mir gut. Ist mir eh lieber. Und da muss man kurz hier wieder die Kamerawinkel so einstellen. Und oh, die ist auch schön. So. Alt. Und einmal rein mit euch. Ich hoffe, das reicht. Ja. Gerade so wohl bemerkt. Muss ich aber trotzdem noch zwei entfernen. Den. Erstmal wieder den Kran nach hinten. Oder auch die Spitzen. Und hoch mit dir. Und einmal zack hier wieder mit. Und der. Ein bisschen halt vor, meinte ich. Und dann drehen wir den ganzen. Hoppala, den ganzen Spaß mal hier wieder.
Und wieder rum. Und dann nehmen wir auch schon die nächste. Hoppala, Gleise wieder auf. Dürfte ich kurz? Jawohl. Na, nach unten, nach unten. Oh, ich muss kurz niesen. Einfach gleich. Immer schön, wenn sich sowas ankündigt. Ne, jetzt ist wieder weg. Komisch, komisch. So. So, drauf. Und bald, kurz zu viel. Zack. 20 von 20 alten Schienen entfernt. Unglaublich, wie gesagt, ich häng's mir ins Wohnzimmer. So, und dann bauen wir jetzt hier die nächsten Schwellen auf. Ja, das war zu viel. Das war zu viel, das war zu niedrig. Und wieder ist der Mauszeiger im Bild, den ich jetzt gerade keine Lust habe, diesen zu entfernen. Beziehungsweise ich keine Hand dafür frei habe. Lass fallen den Müll. Ich denke mal, da fällt man alleine. Jawohl. So, sehr schön. Und dann geht's demnächst wieder weiter. Na, sehr schön. Und dann wieder rein. Aber wir sind für diesen Part erstmal wieder fertig. So, wie gesagt, tut mir leid, dass wir das hier nur teilweise nochmal machen mussten. Wird nicht wieder vorkommen. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Ciao.